Aber das ist sehr schwierig, wenn alle um mich herum sagen, ich muss es ignorieren oder ich soll nicht so ein Theater machen, es sei doch nicht so schlimm gewesen und so weiter. Wenn man Traumaarbeit kennt oder Schattenarbeit, dann weiß man, dass selbst die kleinsten Klitzekleinigkeiten eine enorme Auswirkung auf die Psyche eines Menschen haben. Also es gibt so Erfahrungen in meiner Kindheit zum Beispiel, das waren ganz kleine Begegnungen und die hat jeder Mensch, die hast du, die hat jeder, der zuschaut, jetzt auch in seinem Leben gehabt und kann sich mal fragen, warum vergesse ich die Dinge nicht? Vieles vergessen wir ja, aber gewisse Dinge, gewisse Augenblicke vergessen wir nicht. Warum? Weil sie uns traumatisiert haben und das müssen keine gewaltigen, riesigen Geschichten sein. Das reicht manchmal eine Ohrfeige vom Papa und man kriegt das nicht mehr weg, weil das ist nicht eine Sache des Körpers gewesen, sondern der Seele. Ja? Deshalb sage ich immer, wenn du deinem Kind schon einen Klaps geben musst, manchmal ist es vielleicht wirklich notwendig, dann mach's mit Liebe und nicht mit Wut. Weil wenn du es mit Liebe machst, dosierst du erstens viel besser und zweitens verletzt du nicht die Seele, sondern gibt es ein Zeichen in der Materie, am Körper, wo die Grenze ist. Und das wollen Kinder auch. Ich sage nicht, man soll sie schlagen, aber man soll ihnen die Erfahrungen von Grenzen nicht wegnehmen. Ja? Man kann die Grenzen ja weit stecken. Ich habe sie zum Beispiel bei meinem Sohn viel zu weit gesteckt, weil ich zu enge hatte. Mein Vater war eher ein dominanter Mensch, ein Choleriker-Typ. Das hat mich verletzt natürlich und dann wollte ich nicht denselben Fehler machen und habe dann aber genau das Gegenteil gemacht, sogenannte antiautoritäre Erziehung und immer lieb und nett sein und so weiter. Dadurch hat zum Beispiel mein Sohn sehr wenig Grenzen kennengelernt und musste sie halt selber testen und herausfordern. Und das wird sehr schwierig für die Eltern, oder vor allem? Weil dann treiben es die Kinder immer bis zur äußersten Grenze, weil sie wollen, dass du ihnen sagst, wo ihr Bereich ist. Ja? Deshalb bin ich für eine gemäßigte, liebevolle, autoritäre Erziehung, die bewusst gemacht wird, ohne dass man Traumas hinterlässt, weil das ist unsere Verantwortung. Alle reden heute von Kindesmissbrauch und so, und dann denken sie wieder an die Satanisten oder an andere Leute, die Kinder umbringen und weiß Gott was. Das ist das Ende, nicht der Anfang. Der Anfang beginnt zu Hause, bei uns. Die Eltern sind die Ersten, die ihr eigenes Kind misshandeln, ohne es zu wissen.